Guten Morgen, Reisefreunde. Heute nicht vom Flughafen, nicht vom Camper, sondern vom Bahnhof. Wieder ein ganz neuer Start in den Tag. Aber wer uns verfolgt, der weiß ja, heute kommt Florian, unser guter Freund, in Ljubljana an, in der Hauptstadt von Slowenien. Wir haben gestern Abend noch auf den letzten Drückern einen Campingplatz gefunden. Natürlich nicht den allerschönsten Platz, weil es ist ja mitten in den Sommerferien, August, ihr könnt es euch vorstellen, es war sozusagen ein Notfallplatz. Aber jetzt warten wir auf Florian, der sollte um 8.13 Uhr hier ankommen in Ljubljana. Es ist jetzt 8.10 Uhr, also in wenigen Minuten wird er hier eintreffen. Dann wird er zusammen mit uns eine Woche lang Slowenien erkunden. Das wird richtig cool. Wir haben euch ja schon gesagt, dass wir heute jemanden abholen am Bahnhof. Und da steht er jetzt. Da ist Florian. Sag mal hallo. Hallo miteinander. Zusammen erkunden wir jetzt als erstes Ljubljana und danach geht es eine ganze Woche lang gemeinsam durch Slowenien. Kommt ihr mit? Ljubljana ist echt cool, die Stadt. Ljubljana war der erste Stopp natürlich bei der Touristeninformation. Das Gebäude könnt ihr gerade hier im Hintergrund sehen. Jetzt haben wir einen Plan für die Stadt und einen Eventkalender für Juli und August. Vielleicht habt ihr ja sogar noch ein Festival während unserer Zeit hier. Hier kommt die Milch nicht aus der Kuh, sondern aus dem Automaten. Natürlich kommt sie schon aus der Kuh, aber man kauft sie nicht einfach im Supermarkt ein, sondern man kann sie hier an solchen kleinen Verkaufsständen kaufen. Wer seine eigene Flasche nicht dabei hat, kein Problem. Hier drüben kann man nämlich auch leere PET-Flaschen kaufen. An dieser Brücke hier in Ljubljana hat es ganz viele so Liebesschlösser, die kennt ihr sicher. Einige können es aber scheinbar nicht lassen und machen ganze Fahrradschlösser hier an die Brücke, also echt außergewöhnlich. Oder hier zum Beispiel. Also diese Liebe muss definitiv halten, auf Biegen und Brechen. Ljubljana ist übrigens erst der zweite Ort, den wir sozusagen nochmal besuchen und in vorigen Jahren schon mal da waren. Eine richtig coole Stadt, heute ein bisschen vom Wetter durchzogen, aber einfach wunderschön und richtig spannend. Ljubljana hat dieses Jahr auch eine eigene Wetterzone, das seht ihr hier. Und da gibt es jetzt ein paar Bilder voll, weil hier oben sind Wasserleitungen montiert und hier unten regnet es dann, wenn es super heiß ist. Also habt ihr das schon mal gesehen? Eine Stadt mit eigener Wetterzone. Und jetzt stehe ich doch wirklich im Regen. Vielleicht seht ihr es. Also das ist ja richtig cool. Es regnet jetzt einfach, obwohl es draußen einfach über 30 Grad sind. So cool. Ljubljana hat wirklich eine eigene Wetterzone. Also natürlich einfach selbst gemacht.
Leider hat es zu regnen begonnen, aber es ist immer noch richtig typisch heiß. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur Burg von Ljubljana. Ich drehe mich mal ganz kurz, dann kann ich weitergehen, damit ich die anderen nicht verliere. Und die thront natürlich ganz hoch über der Stadt. Und da sind wir auf dem Weg hin. Geht richtig steil nach oben. Aber ich denke, von oben haben wir dann einen ganz geilen Ausblick. So, wir sind ganz oben angelangt an der Burg. Ihr seht sie hinter mir. Auf der anderen Seite hat man natürlich einen fantastischen Einblick. Und für diesen muss man übrigens auch nicht die 7,50 Euro Eintritt bezahlen. Das machen wir auch nicht. Wir sind jetzt einfach einmal um die Burg herumgelaufen. Sieht super cool aus und ja, die 7,50, die sind uns heute einfach ein bisschen zu viel. Darum schauen wir jetzt einfach darunter. Für euch gibt's die Bilder. Warum nicht einfach mal ein Kronleuchter in die Straßen hängen, statt einfach eine einfache Straßenlaterne? Mitten hier auf der Kreuzung hängt ein Kronleuchter. Ljubljana, du bist cool. Ich habe mein eigenes Bistro, das Flo-Bistro. Und das heißt so, weil wir hinten die Florianskirche haben. Ich liebe Ljubljana. Also Ljubljana gefällt uns auch bei unserem zweiten Besuch richtig gut. Jetzt kommt auch die Sonne zurück, das Wetter wird besser und schaut doch die Stadt an, ihr habt die Bilder gesehen, ist doch einfach wunderschön. Wart ihr auch schon mal in Slowenien oder in Ljubljana? Ist doch wirklich cool. Wir bekommen hier gerade eine kleine Privatführung und zurzeit stehen wir vor der Universitäts- und Nationalbibliothek. Und wenn man die Fassade ganz genau anschaut, dann soll man darin wie so ein bisschen ein Büchergestell erkennen können. Schaut es euch mal an, vielleicht seht ihr es. Heute darf ich euch gleich noch einen Gast vorstellen. Marietta, ich kenne sie von einer Weiterbildung aus der Schweiz. Sie ist ursprünglich Slowenin, lebt aber und auch aufgewachsen in der Schweiz, hat uns heute durch Ljubljana geführt. Dobrodošli v Ljubljani. Ja sem vesela, da sem lahko pokazala Stefani in Luiju in Florianu en delček Ljubljane. Kot je že Stefani rekla, ich bin Slowenka und jetzt mache ich das Ganze auf Hochdeutsch. Gerne, hört sich gut an. Aber willkommen in Ljubljana. Ich habe mich sehr gefreut, dem Trio Stefanie, Louis und Florian ein bisschen von Ljubljana zu zeigen. Ich bin Slowenin, lebe aber schon lange in der Schweiz, aber Ljubljana ist mein Lieblingsort eigentlich in Slowenien, neben meinem Geburtsort natürlich, weil es eine sehr lebendige Stadt ist, sehr junge Stadt ist. Man kann jeden Tag rausgehen und was Neues erleben. Herzlich eingeladen. Und das machen wir jetzt auch noch. Für euch ist hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gern Daumen nach oben. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wo wir dann sind. Na, ihr werdet sehen, wenn ihr dran bleibt. Tschüss.